gucken. Heute mache ich vielleicht auch ein bisschen eher Feierabend. Aber da hier jetzt schon so viel los ist, muss das ja auch nicht, ne? Vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu. Es würde mich freuen. Wir starten auch nochmal direkt. Wir sind ja erstmal im Model-D-Dorf und können erstmal wieder zum Überraschungsei-Automaten. Der macht mir immer mit am meisten Spaß. Ich habe auch nicht mehr viel Geld, 252 Münzen. Und wir gehen mal hier in den. Das Coole ist ja, man hat ja in dem Spiel hier dieses Dorf. Und da kann man unter anderem seine Items erweitern. Immer wenn so ein Pfeilchen daneben ist, dann kann man jetzt hier zum Beispiel das Ganze erweitern. Aber mit 1200 Münzen und mit drei so Sondersternen. Die hätten wir, aber die Münzen haben wir natürlich nicht. Wieder wie arm wie eine Kirchenmaus hier. Genau, und die kann man natürlich im Spiel sammeln und da habe ich auch Lust drauf, das alles hochzuleveln, denn ich habe schon gemerkt, dass sich das echt lohnt. Und hier kann man im Dorf immer schauen, was man haben möchte. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem Drachenfeuer. Außerdem sieht Kirby mega niedlich aus mit seiner kleinen Drachenhelm und den süßen Flügeln daneben. Ja, genau. Ich kann es auch erstmal ablenken. Nein! Ja, genau. Das läuft ja hier direkt. Zack. So. Dann haben wir hier auch noch so einen Trainingsraum. Und ja, wie gesagt, das macht ziemlich Fun. Das ist ziemlich cool, dass man hier einfach die Fähigkeiten austesten kann. Und auswechseln kann und erweitern kann. Hat schon ein bisschen RPG-Element irgendwie. So, und hier hinten ist so ein toller Süßigkeitenautomat. Oder beziehungsweise Amiibo-Automat. Und eigentlich möchte ich jede Figur, die ich hier so raushole, nach Hause geschickt bekommen. Sage ich immer wieder. Denn die sind echt schick. Ja, aber wie dem auch sei, wie im echten Leben, vergeude ich hier mein ganzes Geld. Im Übrigen, Amiibos kann man nutzen im Spiel. Man muss gar nicht mal ein Kirby-Amiibo benutzen, aber wenn man Kirby-Amiibo benutzt, dann kriegt man da bessere Items durch. Und man kriegt in der Regel einen Power-Up, also eine Sache, die man gut gebrauchen kann. Und Münzen, das ist natürlich nicht verkehrt, da kommt man ganz gut voran mit. Hier oben ist so eine Arena. Und da kann man immer Herausforderungen machen. Da ist tatsächlich aber momentan immer noch die Herausforderung, die ich schon geschafft habe, der Meta Knight. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal. Ja, genau. Das Meta Knight Turnier und genau, den ersten Abschluss haben wir gemacht. Man kann jetzt irgendwie noch die Rekorde brechen. Das habe ich jetzt erstmal gelassen. Ich hoffe mal, dass da noch ein anderer Gegner kommt. Denn das war eigentlich ganz lustig. Und hier unten gibt es noch einen Laden, wo man irgendwie McDonald's-mäßig die Leute beliefern kann. Das ist übrigens mal lustig. Das mache ich jetzt auch mal. Habe ich letztes Mal auch zum Start gemacht. Mache ich jetzt auch. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich finde das mega lustig, das Spiel. Oh, wir machen einen wilden Job, habe ich nämlich noch nie gemacht. So, also Kirby bei McDonald's ist das jetzt. Ah, hier muss ich vier Items zuteilen, das ist ja ganz mies. Okay, zack. Das ist der Kuchen, ne? Ja. Man darf hier nicht patzen übrigens. Sobald man hier patzt, sind die alle stinksauer. Ja. Das ist auch nochmal der Kuchen. Und jetzt gleich geht es nämlich los. Dann wird Alarm geschlagen und dann kommen sie alle. Und dann muss man ganz schnell sein. Und ich weiß nicht. Falls Tanja zuschaut, sie kennt das noch von gewissen Tätigkeiten. Muss alles stimmen. Man muss schnell sein. Und ansonsten wird immer patzig. Und bis jetzt geht das noch. Aber genau, jetzt wird Alarm geschlagen. Jetzt werden sie. Kommt die wütende Meute. Und jetzt muss das zack, zack, zack gehen. Oh, jetzt habe ich natürlich wieder auf die falsche Taste gedrückt, nur um es euch zu zeigen, wie lustig das ist. So stinkesauer ist das auch im echten Leben. Ich habe früher auch im Einzelhandel gearbeitet und dann sieht das genauso aus. Alle sind stinkesauer und wir sind total traurig. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich wollte es euch nur mal einmal demonstrieren. Ist klar. Das Lustige ist, man darf sich auch nicht verdrücken hier. Das ist nämlich gar nicht mehr so einfach, vor allem wenn man labert. Das Spiel macht einen auch irgendwann ein bisschen nervös. Und ich glaube, so soll das. Bis jetzt gucken die auch noch nicht so böse, aber irgendwie später fangen sie dann an, böse zu gucken. Essenszeit. Genau, dann geht das ab hier. Anzi habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, nein? Ah, okay. Rasant ist hier wirklich rasant. Also da hört es dann ganz schnell auf, sobald man nicht rechtzeitig draufklickt.
Ja, das lassen wir mal. Aber das Spiel im Wesentlichen habt ihr gesehen. Nee, Franzi habe ich noch nicht gesehen. Die wollte ganz gerne kommen, aber noch hat sie sich nicht sehen lassen. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber vielleicht hat sie nachher noch ein bisschen Zeit. Ja. Wieso fragst du? Für das Spiel bin ich schon mal zu doof heute Abend. Deswegen lassen wir das. Oder vielmehr zu langsam, aber ich glaube, man kann es mir nachsehen. Ne, Tom? So, jetzt geht's auf in die nächste Welt. Jetzt fliege ich mittlerweile alleine. Vorher war die Elfin da. Aber jetzt ist die in der Origini-Wüste entführt worden. Da haben wir letzte Mal auch das erste Land gemacht, glaube ich. Ja, genau, hier ist ein Sternchen dran. Die Wüste Wiege des Lebens haben wir gemacht. Und die beiden Rifts haben wir auch noch gemacht. Und jetzt geht es weiter auf der Suche nach der Oase. Genau, und da gibt es immer drei Aufgaben, die auch versteckt sind. Ich bin gespannt. Fühl's mit mir, ja. Ist, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich jetzt aussuchen konnte zum Start. Aber macht ja nichts. So, ein Boomerang-Level, der startet, aber ich bleibe trotzdem bei meinem Feuer. Okay, hier ist irgendwie Glibber auf dem Boden. Naja. Ich glaube, das war eigene Schuld, dass ich hier gleich so ein Geschicklichkeitsding mit Geschwindigkeit rausgesucht habe. Man muss wissen, es ging ein bisschen feucht-fröhlich zu am Wochenende. Ich glaube, in diese Pampe darf ich nicht fallen, ne? So, jetzt gehe ich mal bewusst wieder zurück zum Anfang, weil ich verpasse ja immer super gerne was, wenn ich nicht zurücklaufe. Das habe ich von einem ungefähr gelernt. Und da sind manchmal schöne versteckte Sachen, aber hier nicht. Astros Playroom auf der PlayStation, das war auch so. Da war das einmal gut zurückzulaufen, auf jeden Fall. Was sind hier so viele Pampe? Nehmen wir erstmal einen Eisbecher. Eisbecher ist immer gut. Oh, da gibt es ein Überraschungsei. Da freue ich mich immer sehr drüber. Kirby hatte letzte Mal Franzelda auch gefragt. Oh, die Wurzel ist wirklich gut. Da hatte Franzelda das letzte Mal nachgefragt, ob das eine gute Entscheidung war, das Spiel als erstes zu spielen. Finde ich total, denn ich glaube, Kirby macht euch mega Spaß, weil das halt super bunt ist und super schrill an vielen Stellen. Und ist ein Jump'n'Run. Ich kann nebenbei auf jeden Fall. Oh, da ist ein Salamander. Jetzt nicht mehr. Ja, und ich kann nebenbei auch gut chatten und gut in den Chat reinschauen. Das ist eine super Sache. Ja, das Spiel ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Also ich glaube, das ist nicht verkehrt, das Spiel. Oh, der ist ja mies versteckt gewesen, hier einfach hinter der Mauer. Aber war der erste von fünf Waddle Dees, die hier. Übrigens, gibt es einen Twitchenden oder einen YouTubenden, der sich Waddle Dee nennt. Ich finde, Waddle Dee ist der perfekte Spitzname. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber wenn ich das nächste Mal ein Rollenspiel spiele, nenne ich mich auf jeden Fall Waddle Dee. Ja, das war aber cool. Das war ein schönes Versteck. Heute ist Metroid Day bei dir. Okay, was heißt das? Du zockst jeden Freitag Metroid oder wie darf ich das verstehen? Oder zockt ihr noch Metroid 5? Also sprich, das für die Switch? Das habe ich im Übrigen auch extrem gerne gespielt, habe dann aber auch irgendwann aufgeben müssen. Jetzt gibt es den Easy Mode. Wäre also eine Frage. Oh, da, der ist ja fies. Da brauche ich doch bestimmt irgendwas für. Nein, ich wollte den Donut. Du musst jetzt schlafen. Bleib dort, geh zurück zum Pool. Ach so. Ja, wollte ich, konnte ich aber nicht. Kann ich wohl später nachholen, ist wahrscheinlich nur ein Sammelitem, ne? Nehme ich mal an, beim nächsten Mal dann.
Er ist halt leider, ich wollte auf den Donut springen und dann ist er abgedampft. Naja, beim nächsten Mal. Aber das Wasser schützt mich wahrscheinlich, ne? Hab ich mir schon gedacht. So ein bisschen der Mario-Effekt. Da sind es ja alle gleich, die Games. Wahrscheinlich wäre die Wasserfähigkeit hier auch besser als die Feuerfähigkeit. Vermute ich. Ja, Thema Metroid. Genau, hau raus. Also ich jetzt mit dem Easy-Mode sollte ich Metroid mal wieder ausprobieren. Denn da musste ich aufgrund von mangelndem Skill leider aufhören. Hab's aber, glaube ich, zur Hälfte oder zu drei Viertel durchgespielt auf jeden Fall. So, was mit ihm hier? Der will mich einfach nur stressen, ne? Ja. Die Blume war richtig. Den haben wir mal weg. Verfolgt er mich? Autsch, ich hab gestürzt. Ich will da irgendwie rein. Geht das nicht? Nein, ich kann hier einmal rumfliegen. Oh. Autsch. Wie kann ich den besiegen? Gar nicht. Ich glaube weiter. Ich habe Angst. Genau, und die anderen Metroid-Teile, die habe ich tatsächlich früher ein bisschen gespielt. Bin aber auch mangels Fähigkeiten da nicht ewig weit gekommen, da war ich aber auch noch Kind. Hab die aber tatsächlich im Zuge eines Videos neulich nochmal zu Metroid Dread nochmal gespielt. Also wenn ihr auf YouTube mal schauen möchtet, da gibt es auf jeden Fall Metroid... Ah. Guck mal, Tanja, Tom, ich mache das wie im echten Leben. Einfach alles essen und dann darf ich alles essen und auch alles wissen. Also das Spiel lehrt mich, immer alles essen ist das Beste, was man tun kann. Das ist richtig. Ja, ich wollte sagen, ich habe auf jeden Fall aufgrund dessen... Ah, oh, okay, durch die Kuba-Masse komme ich hier nicht durch. Das war gemein. Die Klimawasser muss irgendwie weggehen. Nee, da komme ich nicht durch. Das ist ja ganz fies. Du hast eine Metroid-Story gemacht. Okay, cool. Ah, jetzt habe ich Wasser. Sehr gut. So ungefähr, Tom, sah das heute auch aus, als ich meinen ersten Schluck Wasser getrunken habe. Versteckt. Okay, so komme ich wieder raus. Und da ist die Geheimtür. Cool. Mit einer Amiibo-Figuren. Ja, ich habe auch eine ganze Menge davon, weil ich Metroid tatsächlich mega gut finde. Nein. Wir gehen hier ab. Wir warten mal gemächlich. Okay, ich kann hier nicht durch. Ah. Ich muss wahrscheinlich einen Schlüssel finden hier, ne? Nein. Kritisch. Zum Glück läuft das hier nicht auf Zeit. Und das war's jetzt, ne? Und ich kann das Ding neu starten. Super. Ja. Das wird heute ein langer Abend werden. So, das bei dir auch aus, das denke ich mir. Muss ja so jedes Loch abgehen. Nein!
Nein. Immerhin habe ich zwei gefunden. Okay. Ja. Nicht fünf. Der fünfte fehlt noch. Ah, der ist hier. Ja. Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Ja, das nennt sich hier in dem Spiel, wenn du so viel nicht reinstopfst, dann ist das der Mouthful Mode, der Vollstopfmodus. Und ja, das ist Thema des Wochenendes, der Vollstopfmodus, ne? So, warum kriege ich mein Feuer nicht zurück? Ich hätte gerne mein Feuer wieder. Naja. Geht's hier vorne noch weiter? Ja, da kam ich her, ne? Ja, da kam ich her. Gut. Ich mag den dicken Blobby da nicht. Autsch. Schaut mal, wie böse der zu mir ist. Komm. Ich gehe hier schon undercover und ich werde immer noch bespuckt. Unfassbar. Macht man gar nichts, dann wird man einfach so bespuckt. Oh, das ist Ende des Levels schon. Das ist ja mal mega fies. Ich habe ja noch gar nichts gefunden in dem Game. Es ist ja schön, dass man so leicht durchkommt, aber irgendwie. Irgendwie findet man die ganzen Secrets hier nicht mehr so leicht, ne? Die haben sie besser versteckt als vorher. Ah, guck mal. Da muss ich auch sagen, ich finde ja so Sammelfaktoren zwischenzeitlich mal ganz cool. Ich finde auch schön, dass das jetzt hier so oft zu finden ist und auch ein bisschen schwerer geworden ist. Also kann ich mich nicht drüber beschweren. Nichtsdestotrotz bin ich dann am Ende, wenn es wirklich darum geht, die letzten kleinen Rätsel noch zu enträtseln, dann doch echt schlecht bei. Deswegen mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen mit dem dass wir hinterher das sammeln. Ah, guck mal, da ist noch ein Wodoli. Ganz viel Essen, ganz viel Milch, ganz viel Mais. So, da haben wir immerhin drei Wodolis von fünf gefunden. Das ist schon ein guter Schnitt, finde ich, so für die erste Runde. Das passt. Naja, dann können wir jetzt erstmal halbwegs zufrieden das Level beenden. Zack. Was zockt ihr denn eigentlich alle gerade so? Also du bist gerade voll auf Metroid-Trip, Chris, ja? Zockst du das auch gerade so nebenbei? Welches Metroid spielst du? Dread oder irgendwie die alten? Oder wo bist du dabei? Was für ein Spiel zockt ihr gerade? Tanja, Tom? Einhornie fährt, zockt Lost Ark. Das wissen wir alle und ab morgen wisst ihr auch warum, weil das Spiel nämlich echt cool ist, glaube ich. So, jetzt müssen wir da vielleicht die Waddle-Dees sammeln, damit wir den Endgegner hinterher hervorrufen können. Und letztes Mal mussten wir Waddle-Dees nachholen, weil wir nicht genug hatten. Mal schauen, das wird hier wahrscheinlich auch wieder so sein. Zack. Naja, komm. 7 Stück haben wir schon von 11 Stück in dem Level. Das ist schon mal ein guter Start. Jetzt kriegen wir diese coolen Rifts, dann kommt ein bisschen zackigere Musik. Du findest alle top. Aber was zockst du denn gerade? Welches der Spiele? Welche Story mit den Bildern meinst du? Du meinst jetzt die mit deinen Amiibos? Oder meintest du jetzt die Story, wo du ein paar Instagrammer rausgesucht hast? Die Storys gucke ich mir gerne nachher an, auf jeden Fall an. Jetzt gerade doof, aber später gerne. Super Metroid und Metroid Prime sind die besten. Ja, Super Metroid ist auch mein Game, ne? Also Super Nintendo war generell meine Welt. Das Zelda, was da drauf rauskam, sprich A Link to the Past, ist halt mein erstes richtiges Zelda gewesen und auf jeden Fall auch ein absoluter Hit. Kann ich nur empfehlen. Und generell Super Nintendo, Game Boy, das sind die Konsolen irgendwie. Und jetzt die Switch.
Wie seht ihr das? Was sind eure Lieblingskonsolen? Jetzt kommt Xbox, PlayStation. Der Bohrerschatz. Naja, toll. Wir sind gerade schon mal dabei hier mit dem Bohrer die Erde zu durchwühlen. Das machen wir jetzt natürlich dann auch in dem Level. Graben und erkunden ihr Garten der Zäune. Oh, jetzt gibt es kein Elektrobeat. Jetzt gibt es so ein bisschen... Oh, komme ich nicht durch? Das sind ja miese Möps. Miese Möps, wollte ich sagen. Da kommen wir durch. Da kommen wir auch durch. Da kommen wir auch durch. Autsch, da kommen wir nicht durch. Und da kommen wir durch. Oh, da geht die Wand auch auf. Wie nett. Switch ist ein Favorit. Ja, definitiv meiner auch. Die Frage ist ja, es wird ja ganz viel gemunkelt, dass sehr bald schon der Nachfolger von der Nintendo Switch rauskommt. Und Nintendo ist ja dafür bekannt, dass sie immer alles neu machen. Das heißt, es geht so ein bisschen die Angst um, dass die Switch nicht weitergeführt wird, sondern dass tatsächlich eine ganz andere Konsole rauskommt. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr, es wird tatsächlich eine Switch Pro einfach kommen in der besseren Leistung? Ich persönlich glaube, Nintendo ist nicht so dumm, dass die das nicht wissen, dass das Switch-Konzept genau das Richtige ist. Und ich denke schon, dass eher eine Switch Pro werden wird als alles andere. Autsch. Mit der Perspektive ist das alles ein bisschen doof. Mit dir. Weg, weg, weg. So, bitte. Türchen auf. Den Weltrekord weiß ich nicht, aber... Das wäre so ein Blubi-Block. Ah, und das ist der letzte. Jetzt wird es auch schon ein bisschen eng, nicht wahr? Komm, mach die Wand runter. Da, okay. Vorne, ne? Oh, 40 Sekunden. Ich hatte gehofft, ich bin am Ziel. Na bitte, es geht doch. Du hoffst, es wird leistungsfähiger, nicht ein komplett anderes System. Ja, das hoffe ich auch. Es wurde schon herausgefunden, dass ein neuer Grafikchip, der quasi der Nachfolger dann wäre von dem Switch-Grafikchip, dass der bei Nvidia aufgetaucht ist, weil der Chipsatz, der in der Switch drin ist, der hat eine bestimmte Bezeichnung, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Und die gleiche Bezeichnung mit einem Plus hinten dran, glaube ich, ist jetzt die Bezeichnung, die bei Nvidia aufgetaucht ist. Das heißt, wahrscheinlich gibt es einen neuen Grafik-Chipsatz, der für die Switch entwickelt wurde. Das würde dann dafür sprechen. Und jetzt kommen die Gerüchte wieder auf, dass es ja bald geht. Oh, der Branner ist da. Du meldest dich auch mal ganz kurz aus dem Lurk. Wechselst du jetzt wieder auf dein Tablet und lurkst dann weiter, oder wie? Schön, dass du da bist. Ich habe schon angekündigt, dass wir Sonntag gemeinsam Mario Kart fahren, wo ich mich sehr darüber freue. Ich würde das erste Mal hosten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehostet hast. Ich muss es vorher auch mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich freue mich sehr drauf. Wird bestimmt mega lustig, wenn wir dann gemeinsam auch im Discord ein bisschen quatschen und gemeinsam streamen. Und ja, wir vielleicht sogar die 12 Zuschauerplätze vollkriegen. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre, Herr Branner, dass wir das zusammen machen. Und ich hatte vorhin schon Werbung dafür gemacht, genau. Und ich hatte vorhin den ersten Yoshi, der aussieht wie ich quasi, der als Emoticon da sein soll, gezeigt. Findest du später in den Highlights, schicke ich dir aber auch gerne so nochmal. Du bist die ganze Zeit am Tablet bei mir. Oh, schön, dass du da bist, hi. Wie geht's dir? Bist du auch von deiner Reise wieder da oder bist du noch in Meeresnähe? Wie sieht das aus? Hast du eine schöne Zeit? Und was machst du Ostern? Geht's dir gut? Fragen über Fragen, raus damit! So, hier gibt's, glaube ich, keine weiteren Rifts mehr, die sich aufgetan haben, ne? Oder habe ich irgendwo eins übersehen? Ja, ein Leuchtturm, das ist bestimmt... Ja, guck mal, da suchen wir mal fleißig. Und da finden wir natürlich auch einen Rift. In Branners gute Stube. Ein ganz spannender und sympathischer Instagram-Kanal. Aber noch viel spannenderer Twitch-Kanal.
Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Spätestens Ostersonntag. Du bist halt gestern wieder da. Ja, wir sind heute wieder angekommen. Und kurz vor knapp sozusagen vor dem Stream. Strecken und sammeln. Fahrt der Hebebühne. Um Gottes Willen. Ja, genau. Wir sind also quasi, ich bin wieder hier angekommen. Einmal durchs Gesicht gewaschen und rein in den Stream. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Wird man auch wieder fit. Was wirklich, du hast ja gesagt, hat vitalisierende Kräfte, ist wirklich so, ne? Das ist ja hier. Diese Map Level vorm Herrn, ne? Oh. Ich finde das super, ich möchte auch so eine Hebebühne einfach verspeisen. Das Ding passe ich drauf, ne? Der Urlaub war fantastisch. Ich hatte gerade auch Fotos gezeigt, aber ich werde natürlich auch nochmal... Ah! Nochmal Fotos... Nein! Zum Besten geben. auf Instagram und so. Sehr, sehr entspannt. Wir hatten vor allen Dingen auch direkt 22 Grad gehabt. Was auf dem Berg irgendwie einfach noch mehr ist. So kann man auch Zeit vertrödeln, ne? Jetzt warten wir auf die Feuerkugel. Die antwortet sofort weiter. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. So, fein, fein, fein. Huch. Sternchen. Tor geht auf. Ja, super. Das freut den Menschen. Autsch. Das sieht doch so aus, als ob ich es noch schaffen würde. Ja. Es sieht nach Skill aus, ist es nicht. Sowas bei dir auch, also auch gute Temperaturen, ne? Ja, wie gesagt, die 22 Grad fühlten sich auf dem Berg an wie 36. Aber es war super. Ja, wir hatten ja auch gestern noch eine Feierlichkeit gehabt und die Feierlichkeit konnte auch draußen stattfinden. Und es war schön warm und, ne? Das ist einfach nur großartig. Besser ging's nicht. Und wir haben auch die Tage total gut ausgeschöpft. Also wir haben ganz viel irgendwie gemacht, wo wir gar nicht dachten, dass das alles so toll und so entspannt auch reinpasst. Also Urlaub war richtig gut. Ich hoffe, euer ist genauso gelaufen. Kann ich nur jedem wünschen, wenn man sich eine Auszeit nimmt, dass es dann auch entsprechend so klappt. Ja, und heute bin ich online gekommen. Es haben direkt drei Leute gewartet. Dann hat ein Arbeitskollege mich zusammen mit einem anderen Arbeitskollegen, den ich noch nicht kannte, hier geradet. Und jetzt sind wir irgendwie die ganze Zeit schon 6, 7 Leute, wo ich mich sehr darüber freue. Franzi fehlt noch ein bisschen. Die Franzi wollte gerne vorbeikommen. Die vermissen wir ein bisschen. Die kommt vielleicht noch. Und die Jessie auch. Die wollte eigentlich auch mal reinschauen. Aber ich wusste auch nicht, ob wirklich Ostern eine gute Zeit ist, ne? Um hier was zu streamen. Ja, aber Kirby lockt ja auch, wir wollen noch weiter zocken. Auf jeden Fall sind ganz viele da und es haben ganz viele gefollowt und ich bin mega happy und freue mich sehr, dass das hier so läuft, wie es läuft. Was habt ihr denn gemacht? Einfach nur am Strand gechillt und versucht, die Füße ins Wasser zu stecken? Oder wir haben die Füße auch ins Wasser gesteckt in der Isar, aber es war sehr kalt, es hat gerade fürs Foto gereicht. Darf ich das verraten, Schatz? Ich glaube schon, ne? Darf ich verraten, ne? Alles nur Fake auf Instagram. Das Ambulance Center, Mitarbeiterbereich. Jetzt kriege ich hier den VIP-Pass. Oh, das Kirby-Outfit hole ich mir. Das Link-Outfit, würde ich sagen. Warum ist es hier so still? Das war jetzt nichts Gutes. Die Nordsee war auch richtig kalt. Ja, das glaube ich gerne. Ihr wart irgendwo in Niederlande oder so, ne? Ja, wir waren ja in der Stadt vom Bullen von Tölz, in Bad Tölz. Das war mega schön da. Aber kühl zu Anfang und dann zieht sich das auch durch, ne? Jetzt werde ich mich schon entscheiden, wo ich langlaufe. Jetzt ist es ja schwer. Hardcore-Level hier. Der Mitarbeiterbereich, würde ich sagen, ist nicht mehr so aktiv bewohnt. Renesse? Ja, cool. Ja, du, ich komme ja auch ursprünglich aus Nähe Dortmund.
Castro Brauxel, für die, die es kennen, nicht nur aus dem Dschungelcamp. Und deswegen Fahrten nach Holland waren natürlich bei uns auch an der Tagesordnung. Jetzt bei Bremen ist es ja nicht so, dass man schnell nach Holland kommen würde. Ah, kommt man immer noch hin, aber es ist jetzt nicht das Nahegelegenste. Sagen wir so. Oh, was ist denn hier los? Oh. Triforce hier hat doch irgendwas zu bedeuten. Ist der Chris noch da? Oder Mann? Wir haben es durchgespielt jetzt am Wochenende. In der Woche meine ich. Vielleicht wissen die es, wie es da weitergeht. Ah, da geht's weiter. Ein Piekser. Ist ja lustig, wie die Maske hier oben aussieht. Oh, das ist neu. Das gab es vorher noch nicht. Oder zumindest nicht, dass ich das gespielt hätte auf die Art und Weise. Oh, hier ist irgendwo ein Waddle-Dee versteckt. Ich brauche irgendwas Rundes, um das da in die Wand einbringen zu können. Ich kann das übersehen. Ja, auf jeden Fall schön, dass du auch einen erfolgreichen Urlaub hattest. Und ich nehme an, nach den Osterfeiertagen, Branner, geht das wieder los, wa? Hast du jetzt außer dem Osterstream noch irgendwas Besonderes vor? Geht's da nochmal weg oder so? Oder wird familienmäßig noch was gerissen? Wie sieht es bei dir so aus? Ha, ich brauche was Rundes. Nicht ihr. Nein. Hier geht das weiter. Eine Bombe. Eine Bombe wäre eine gute Idee. Ah, das ist mir rund genug. Sehr gut. Ja, ja. So schlau bin ich auch, dass ich jetzt hier zurückgehe. Vielen Dank, liebes Spiel. Aber schön, dass das Spiel mir das sagt. Das ist eine coole neue Funktion, die ich vorher so noch gar nicht kannte. Ich hoffe, das kommt nochmal irgendwie zum Einsatz hier. Aber erst die Kohle. Aber die Kohle kommt vom selbst, wie ich gerade merke. was zockst du eigentlich gerade noch, Branner? Zockst du jetzt auch noch Assassin's Creed, oder? Das war der erste von 5 Waddle Dees. Stimmt, gerade habe ich keinen Waddle Dee bekommen, ne? Ist eigentlich noch irgendein stummer Zuschauer dabei? Es sind so viele. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mit allen gequatscht habe. Würde mich natürlich freuen, jeden einzelnen von euch kennenzulernen. Und wer Lust hat zu quatschen, auch du, Branner, geht auch vom Tablet aus. Oben steht das Discord. Da gibt es die Streamcouch. Und dann können wir mal einfach direkt live miteinander sprechen. Wir als frisch erholte, braun gebräunte Urlauber. Und ist das. Wenn nicht, dann ist es auch okay. So. Das sieht gefährlich aus hier. Autsch. Oh, der lässt sich nicht schlagen, ne? Nee, nee. Was brauchen wir hier? Was Viereckiges, oder? Ja, was Viereckiges. Da bin ich mal gespannt. Das könnte da unten der Automat sein. Ein cooler Levelaufbau. Also wir hatten ja schon mal so ein Kaufhaus hier gehabt. Aber wir hatten eben noch nicht den Mitarbeiterbereich gehabt, tatsächlich. Heute nicht. Anna mal gerne. Naja, auf jeden Fall am Sonntag, ne? Da werden wir uns ja wahrscheinlich dann auch im Discord sehen. Ja. Da 100. Du hast mir mein Schwert weggenommen. Du Shift. Und da können wir auf jeden Fall auch quatschen, ne? Kein Problem, ich verstehe das ja auch. Heute ist Chillabend. Generell, wenn man Twitch guckt, ist immer Chilltime. Und dann muss man ja auch nicht unbedingt Quatschi-Quatschi machen. Ne? Boah, jetzt kommt wieder hier Endboss vom Feinsten. Autsch. Lass mich. Aua. Aua.
Wie dieser komische Typ mit dem Hammer. Das war von dem ersten Kaufhaus der Endgegner. Ich glaube, den Hammer nehme ich mal mit. Ah, ich habe Lust drauf, wieder mit dem großen. Ich habe einen viel größeren Hammer, seht ihr? Das war der dritte, also fehlt mir noch einer. Okay, zack. Der alte Computer hier an der Wand ist ja der Hammer. Oh, gibt's hier vielleicht ein Rezept? Also mich begeistert Kirby wirklich, was die Levelstruktur betrifft. Ne? Also die haben sich hier wirklich einfach tolle Welten ausgedacht. Und auch jetzt hier der Mitarbeiterbereich, mega gelungen. Macht mir großen Spaß. Branner, das wäre auch ein hervorragendes Stream-Game noch für dich, ne? Weiß ja nicht, ob du das noch vorhast zu spielen. Kann ich mit dem Hammer jetzt hier noch irgendwas machen? Ich brauche immer noch was Viereckiges. Oder habe ich das schon verpasst? Hier kommen wir nicht rein. Auch dagegen haben wir? Nein. Und hier schreit doch auch jemand. Hier ärgert sich doch jemand, dass er gefangen genommen wurde. Irgendwo hier. Du hast es schon gekauft. Okay. Wir haben dich schon geinfluenced, ja? So wie ich mir unbedingt Guardians kaufen musste. Finde ich sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich meine, die Spielzeit ist natürlich gar nicht so toll mit so wenig Stunden. Aber, lass mich. Probiere 3 Sorten von Eiscreme. Okay, 2 von 3. Verstehe. Ach, die kann man auch töten. Okay. Da fällt die Uhr runter. Und die kann ich schnabulieren wahrscheinlich. Jupp. Aber rund brauche ich doch gar nicht. Oder brauche ich rund? Da kam das raus, ja. Also rund, ich brauche aber hier pusten, weil hier überall Erde liegt. Genau, stimmt. Habe ich mich gerade schon gefragt, wie ich die wegkriege. Ja, das schon gekauft. Also auf jeden Fall ein super Spiel. Wie gesagt, 7 Stunden ist nicht viel Zeit, aber mit Sammeln kriegst du bestimmt 10, 15 auch noch hin. Guck mal, da war der dritte Waddle Dee. Das wird doch hier langsam. Ich habe noch im Herzen, dass ich hier in die eine Wand nicht reinkam. Und hier noch einer um Hilfe ruft. Ich nichts. Da ist was. Nee, da ist nichts. Das kann ich auch nicht wegpusten. Ah. Machen wir nochmal ein bisschen Backtracking. Mal wegblasen. Oh, was ist das denn hier? Das ist das Seil. Oh, das habe ich, glaube ich, übersehen. Ah, ja. Okay. Nein! Zup. Du hast auch wieder was zum Influencen. Sei auf den Insta-Beitrag morgen gespannt. Okay. Immer für jeden Spaß zu haben, weißt ja. Oh, hier ist ein Portal. Hier ist die Venting Machine. Hier kann ich einmal gegenknallen. Aber keine Waddle-Dees. Das ist auch wieder so ein Suchding hier, ne? Also, du wirst dich wieder freuen. Und du brauchst nicht glauben, dass ich mich daran erinnere, wo hier die Geheimnisse versteckt waren, ne? Also. Ah, und jetzt hier, das ist das Rätsels Lösung. Das ist das Viereckige. Ja, man kann auch manchmal doof sein, zwischenzeitlich, ne? Dann können wir endlich jetzt auch hier den Kleinen befreien. Gefällt mir mit Sicherheit, um Gottes Willen. Das heißt, ich kann schon mal wieder den Geldbeutel herauskramen, oder wie? Ich habe auch was zum Influencen geschickt bekommen. Jetzt in der Woche, wo ich nicht da war, ist ganz viel hier angekommen. Ja, unter anderem auch ein neues Spiel. Und zwar der Vorgänger von Great King and Cruel Hero. Und zwar Liar Princess and Blind Prince. Und da habe ich ja tatsächlich vor, das im Stream zu spielen. Es hat auch noch keiner aktiv was dagegen gesagt. Aber auch noch nicht dafür. Da es ja mein Stream ist, kann ich ja entscheiden, was ich spiele. In der Hoffnung, dass mir jemand zuguckt. Ja, genau.
Genau, den schnappe ich mir mal jetzt, weil der war, glaube ich, später relevant. Genau, aber abgesehen davon, dass das angekommen ist, ist auch was zum Influencen angekommen. Und zwar sehr coole RGB-Lichter, die mir sehr gut gefallen und wo ich tollerweise recht schnell die Sachen zugeschickt bekommen habe. Und die werde ich euch auch die Tage auf Instagram zeigen. Also auf Instagram Review Switch ist der Name. Findet ihr mich sofort unter dem gleichen Namen. Ich muss mal eben. Wir unterbrechen mal kurz für eine kurze Werbeunterbrechung. Nee, also Review Switch, darunter findet ihr mich auf Instagram. Unter anderem seht ihr auch auf der Twitch-Seite, da steht Instagram in Form eines. Ich zeige euch das mal eben so. Moment. So wie das hier an der Seite zu sehen ist, steht da auch Instagram, Facebook und Twitter. Und da könnt ihr nur draufklicken, wenn ihr auf meiner Twitch-Info-Seite seid. Und ja, wenn ihr mir da folgen möchtet, würde ich mich sehr freuen, weil da posten wir zwischenzeitlich immer mal wieder was. Und unter anderem auch eben diese coolen RGB-Lichter, die ich wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Und die sind auch heute eingetrudelt. Und auch das wird dir gefallen, Brenner. Jetzt kann ich mir nur was zu trinken einschütten, dann geht das weiter. Ich möchte mal auf meine wundervolle Retro-Mario-Becher aufmerksam machen. Er landet immer wieder in der Spülmaschine, deswegen sieht er mittlerweile nicht mehr so toll aus. Aber auch damit möchte ich gerne influencen. Auf mehr Mario-Kram. Allesamt toll, nur alle nicht spülmaschinenfest. Was mich immer ein bisschen ärgert. So, weiter im Text hier. Jetzt habe ich den Ring nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen doof von mir. Und den kriege ich jetzt auch nicht mehr, ne? Aber gut, es ging, glaube ich, um die Schätze. Hoffen wir mal, dass das nicht vonnöten ist, dieser Ring. Doch, er ist vonnöten. Wie kriege ich ihn denn jetzt wieder? Also er liegt hier unten noch, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Ja, schweben kann er ja auch nicht. Und hier hochklettern kann er nicht mehr, ne? Gab es einen anderen Weg da rein? Ich glaube nicht. Es ist immer voll fies. Versuchen wir einfach hier weiterzugehen. Da kann ich mich ja hier hoch teleportieren lassen. Naja, da kann ich aber einfach nur zurück. Ja, ich bin gespannt. Ich werde dir aufmerksam zuschauen. Und ich ärgere mich gerade, dass ich den Ring nicht weiter mitnehmen kann. Weil ich habe den ja erst später bekommen hier. Tja, den werde ich wohl nicht wiederbekommen. So traurig das ist. Also Sportspiele wie Mario Tennis Aces, die kann man natürlich auch mal spielen. Und zurückschlagen kann ich das auch nicht, dass ich es wiederbekomme, ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich ärgerlich. Naja. Du verschwindest wieder in den Lurk. Das heißt, du bleibst da, aber du machst dich unsichtbar quasi, ja? Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist, da warst und wir ein bisschen schnacken konnten. Und ja, ich lurke ja auch bei dir immer wieder rein, da ich ja tollerweise die gleichen Streamtermine genommen habe wie du. Franzi hat auch schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich bei den gleichen Streamterminen landen wird wie wir. Das ist natürlich super, dass wir so eine Truppe sind, ne? Es ist auch super, dass ich diesen Ring liegen lassen habe. Wenn ihr denkt, ich kriege irgendwie diesen Ring wieder und wisst, wie ich das anstelle, lasst mich nicht doof sterben, bitte. Weil ihr einfach eine gute Idee habt. Jetzt wird die Eisprinzessin. Huch! Nein, Kirby! Nicht abstürzen. Nein, nein, nein. Der Regenbogen ist ja cool. Der erinnert mich ein bisschen an Jennys Account, Jen the Nerdy irgendwas. Na, oh, der kann nicht fliegen. Ich vergaß. Du
versuche jetzt mal einfach zurückzugehen, aber ich glaube, das hier wird nicht funktionieren, ne? Das ist die falsche Form, das habe ich schon im Kindergarten gelernt. Ja, ja. Ach, das ist ein bisschen schade. Aber jetzt weiß ich ja, wo noch Waddle-Dees versteckt sind, die ich mir noch holen kann. Ja, Levelende mit weinenden Auge, ne? Da hätte noch, wäre noch viel drin gewesen in dem Level. Aber aus Dummheit liegen lassen, naja. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal rein und es ist einfach cool. Dann passt das. Wer ist denn noch so am Start, wenn der Brander jetzt wieder im Lurk ist? Der hat ja ganz viel geschrieben, da freue ich mich sehr drüber. Ich denke mal, dass Einonief jetzt, sprich Dani, ganz beschäftigt sein wird mit Lost Ark. Man kann sich auch mal zwischenzeitlich melden. Ja, und ich weiß nicht, wer sonst noch zuschaut. Ich glaube, Tanja, Tom schauen auch noch zu, ne? Probiere 3 Sorten von der Eiscreme. Habe ich geschafft, genau. Besiege Wilder Bonkers mit der Spezialpower Boomerang. Okay. Ich kenne die Spezialfähigkeit Boomerang. Rest nicht so. Ich weiß nicht, wer der wilde Bonker ist, aber naja. Ich kenne nur, ich sitze in meinem Bonker. Wer kennt das auch? Auch für dich, Schatz. Momentan ist im Discord noch ein Platz frei, wie für jeden anderen auch. Auch für den Tom. Der kann da auch mal sich reinhocken und mit mir ein bisschen quatschen. Muss zwar noch Discord runterladen, falls du noch nicht hast, aber dann können wir da auch noch mal ein bisschen quatschen. Ratschen, sagt man ja bei euch. 2 neue Rifts sind da, freue ich mich. Ich hoffe, ich kann alle beide spielen. Drachenfeuerschatz ist meiner. Den nehmen wir. meinst du jetzt hier im Spiel? Ich glaube, es war so Magnum-Eis, ein Böller-Eis und noch was. Achso, oh. Das war jetzt völlig dumm von mir. Ja, sag ich ja. Die Zündschnurren hier. So, hier muss ich die Eisdinger weghauen. Da sonst sind sie im Weg. Okay, ich verstehe. Ich hole jetzt erstmal alle weg hier und dann machen wir uns nicht wieder respawnen. Dann schauen wir mal weiter. Also ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, die 3 Eissorten gehabt im letzten Level, ne? Oder irre ich mich da? Waren alle 3 sehr lecker, auf jeden Fall. Kirby, go, go, go! You can make it! Ich glaube, das wäre eigentlich das Spiel, dass ich die Gegner hier auf dem Weg platt mache, aber so gut bin ich ja gar nicht. Jetzt komme ich, hurra, hier durch. Zeit läuft ab, ernsthaft. Das läuft jetzt ganze Level durch. Ah, okay. Und weil die Zeit abläuft, hätte ich es vorher machen sollen, verstehe. Es trotzdem machen. Darf ich nicht. Bin ich doof? Also Spiel, ich bin bereit. Ist nicht nur deine Lunte. Shinespark, moin. So, deinen Namen habe ich mir versucht zu merken. Sven, glaube ich, war richtig. Shinespark weiß ich. Ich weiß, dass du mich in Mario Kart abziehst. Wirst du mich übrigens Ostersonntag, Branner und Branners gute Stube und ich machen auch einen entsprechenden
Community-Stream, da wird Mario Kart gefahren. Und da hätte ich richtig Lust drauf, wenn wir da wieder zusammenfahren könnten. Ostersonntag, 20 Uhr. 20.15 Uhr, denke ich mal, kommt spätestens dann der erste Stream. Das erste Rennen im Stream. Genau. Auf Zeit ist es ja fies hier. Schön, dass du da bist, Shinespark. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hattest du eine schöne Woche? Hast du sie gut überstanden? Was hast du Ostern so vor? Ich bin hier gerade am Abdusen. Ja, super. Oh Mann. Muss ich ganz zurück? Ernsthaft? Die Switch ist super. War das unser Gespräch in Bezug auf beste Konsole und so weiter? Ja, also ich auch. Ich finde, die Switch ist definitiv die interessanteste Konsole von Nintendo bislang. Die ausgereifteste wahrscheinlich auch. Ich bin natürlich ein Fan der Klassiker. Seit Game Boy, NES, beziehungsweise Super Nintendo. Super Nintendo war absolut meine Zeit. Genau. Apropos Zeit. Aber vielleicht schafft es die Schnur jetzt noch. Ah, mein Kirby. Ho, 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 ho. Ich habe aber gar keine Lunte mehr. Also wahrscheinlich ist sie schon irgendwo. Ja, und jetzt läuft die Zeit wieder ab. Lassen wir das. Ich habe das Spiel verstanden. Da gebe ich mal offiziell auf. Das können wir später noch machen. Deine auch. Essen ist ein Gameboy. Ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, aber die Switch ist die interessanteste, die eben genau diese Eigenschaften auch vereint. Ne? Die Spiele davon plus eben die Handheld-Möglichkeit vom Gameboy, das ist es halt. Du hast eine stressige Woche gehabt, aber bist nun froh auf das lange Wochenende. Ja, ja, gerade oder auch im Büro, da wo Kopftätigkeiten gemacht werden, da kann es stressig sein. Ne? Wir hatten ja Urlaubswoche gehabt, wir waren ja weg. Deswegen gab es ja auch einen Stream jetzt dazwischen nicht, der eigentlich geplant gewesen wäre. Den haben wir ja vorgezogen auf letzten Donnerstag. Und ja, jetzt sind wir regulär wieder da. Es gibt übrigens jeden Freitag einen Stream. Momentan mit Kirby. Das Spiel danach gilt noch entschieden zu werden. Drehen und anvisieren, der Turm der Ziele. Genau, also von daher. Aber auch hier die Rifts sind schwerer geworden. Ich muss mir, Leute, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ich antworte gleich wieder auf den Chat. Aber ihr seht, ich bin beschäftigt. Wo fehlt noch ein Knopf? Da fehlt noch ein Knopf. Die Stützung da ab. Zack, da geht's weiter. Okay, hier werden mir noch ein paar Gegner entgegengesetzt. Fieses Map-Spiel, fieses Map-Spiel. Aua. Das war leichter. Ich war im Urlaub, genau. Also eine Woche waren wir jetzt weg. In Bad Tölz, in den Bergen. Und haben uns tatsächlich die Sonne auf den Leib brutzeln lassen. Hatten wir nicht erwartet. Und jetzt haben wir noch Ostern halt frei. Und danach geht es auch wieder rund. Du hast wahrscheinlich jetzt erst Urlaub, ne? Vermute ich mal. So. Genau. Und von daher das Gegenteil. Ich bin voll entspannt. Aber bei dir kommt die Entspannung jetzt erst. Und wenn du dann noch Urlaub hast, dann bist du gut unterwegs auf jeden Fall. Und schön, dass jetzt endlich Wochenende ist und man auch ein paar Tage mehr frei hat, ne? Also einen zumindest.
langes Wochenende, ne? Das ist so auch mal eine schöne Sache. Gab es was Spezielles, was stressig war oder einfach nur so generell? So, hier ist ein neues Level. Die Mondscheinkluft. Und danach geht es auch schon zum Endboss, wenn schon genug Waddle-Dees da sind. Ich bin gespannt. Tom, bist du eigentlich noch da? Sag mal Piep, wenn du noch da bist. So, erstmal die Nuss hier. Zack, zack, das hier auch. Weg damit. Du bist nicht mehr da. Schade. Ich dachte, du sagst Piep. nee, was ich dich fragen wollte, du guckst ja auch gerne YouTube, was Lego betrifft und andere Klemmbausteine, aber hauptsächlich Lego. Und da gibt es einen sehr charmanten, ich glaube, schwäbischen YouTuber. Ich glaube, das ist ein Schwabe. Der heißt Doschten. Doschtens Klemmbausteinstube, glaube ich, heißt es. Und der macht großen Spaß. Der ist sehr, sehr lustig, weil er eben auch so eine Mundart an sich hat. Und auch immer mega entspannt ist. Und tatsächlich schöne Reviews auch macht. Mittlerweile irgendwie nicht mehr so viel vor der Kamera, sondern mehr so offscreen. Aber der ist ja lustig und ich musste erstmal verstehen, dass der Doschten in Nicht-Mundart Thorsten heißt. Das hatte ich tatsächlich nicht verstanden, bis es irgendwann mal irgendwie gesagt hat, glaube ich, oder das irgendwo stand. Das fand ich sehr lustig. Und ja, ich musste irgendwie immer so ein bisschen an dich denken. Weil ich mir denke, du hast ja auch mal irgendwann vor, was zu tun in der Hinsicht und das Doschten-Format wird dir gut stehen. Weiß nicht, ob du den kennst. Wollte ich dich mal fragen, ob du den kennst. Ansonsten für alle, wenn ihr Klemmbausteine mögt, Doschtens Klemmbaustein-Stube, mega lustig. So, jetzt bringen wir mal Licht hier ins Dunkel. Habe ich da irgendwas vergessen? Eigentlich habe ich Angst, ich laufe zurück. Nein, hier ist nichts vergessen worden. Hier kann ich einfach weiterlaufen. Doschten, also ich schreib's mal rein eben. Doschtens Klemmbaustein Ecke heißt es, glaube ich, so. Doschten. Aber der Doschten wäre es dann wahrscheinlich. Fand ich mega lustig, dass ich das mal irgendwann gerafft, weil ich mir dachte, warum, wer nennt sich denn Doschten? Ich mag so Level, wo es dunkel ist, nicht. Das ist mir immer zu gruselig und dann kommen so Viecher, die mich im Dunkeln sehen und naja. Ist das nicht gruselig? Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin aber auch nicht so der Resident Evil Spieler, ne? Nur so, just saying. Bis jetzt ist ja nur Weg finden noch. Da, aber da sind wieder diese Sonnen und die verfolgen mich dann nur, wenn ich Licht mache. Die Marginette. Ah! Da war sie wieder. Wieder. Geh weg. Aber schön, dass er mich spontan sofort nicht sieht, sobald ich das Licht ausmache. Und er leuchtet ja quasi von selber. Anke ist er, okay. Kennst du denn den Doschten? Hast du ihn schon mal geguckt? Ist auf jeden Fall mega lustig, mega unterhaltsam. Und, ach, ich kann nicht springen. Warum kann ich nicht springen? Was mache ich denn jetzt? Doch, ich kann springen. Warum ist er nicht gesprungen? Nö, noch nicht, okay. Schau mal rein. Also bei dem habe ich die Star Trek-Modelle mir auch angeguckt. Ich hoffe natürlich, du guckst die Star Trek-Modelle auch weiterhin bei mir an. Aber ja, super YouTuber, mega unterhaltsam, mega lustig. Genau. Und mit der Mundart möchte ich gerne, dass dein Kanal dann auch so läuft. Oh, da geht's wohl sehr gut. Da haben wir einen Waddle-Dee befreit, schön. Achso, und Chris und deine Story gucke ich mir auf jeden Fall an. Später dann. Ich habe mal überlegt, ob ich zwischenzeitlich überlegt, ob ich mal irgendwas Reaction-mäßiges hier mache. Aber ich glaube, da muss ich einfach nochmal warten, bis ich ein paar mehr Zuschauer habe. Dann macht das mehr Spaß. Dann können wir nämlich auch so Instagram-Reactions mal machen und so. Oder vielleicht so einen YouTube-Kanal mal gemeinsam angucken.
Es ist so gruselig hier. Hilfe. Da können wir dann freien hier, ne? Das ist jetzt hier Aufbruchsmusik. Yes! Schnapp dir den Hammer und go, heißt das. Wenn so ein Eumel hier rumäumelt, dann heißt das meistens, dass wir die Fähigkeiten mir schnappen. Und wo wir gerade schon mal YouTube-Empfehlungen sind und du von, also hier, Shinespark, der DonkeyChris78 ist großer Fan von Metroid. Und er hat wohl auch eine Story auf Instagram gemacht. Chris Loves Games heißt sein Kanal. Okay, das funktioniert hier nicht. In Ordnung. Der ist großer Metroid-Fan. Und der Shinespark seinerseits hat auch einen YouTube-Kanal. Du müsstest mal reinschreiben, wie der heißt. Ich glaube, der hieß nicht Shinespark. und da habe ich die weltbeste Metroid-Geschichtszusammenfassung gesehen. Also beziehungsweise auch die Zusammenhänge, die da erläutert wurden, die Geschichte des Spiels an sich. Fand ich mega cool. Könnte euch gefallen. Ich glaube, ihr solltet euch das mal gegenseitig anschauen. Und alle anderen auch. Wäre super, Shinespark, wenn du mal einmal deinen YouTube-Kanal hier reinposten würdest. Ja, Reaktionen sind cool, ne? Ja, wie gesagt, wenn irgendwie so 7 Leute, 10 Leute, einfach, ja, keine Ahnung, so 5 bis 10 Leute da sind, sagen wir es mal so, dann würde ich halt auch das mal machen. Aber fest habe ich diese Anzahl ja hier noch nicht drin. Und das kommt bestimmt mit der Zeit und dann würde ich auf jeden Fall so... So möchte man im Schlaf auch nicht gestört werden, ne? Der Arme. Ist Level jetzt hier weiter oder ist das hier das Bonus? Oder ist das vorne das Bonus? Ich glaube, das ist der Bonusbereich, ne? Ne, hier geht's weiter. Ne, okay, dann müssen wir zurück. Da müssen wir zurück. Das wäre sehr schön. Ja, Shinespark, hau mal raus. Ich hoffe, du bist noch da. Kann auch sein, dass Shinespark wieder nebenbei zockt. Der Lurch. Alle zocken immer ganz gerne nebenbei, was ich verstehen kann. Weil ich mir auch mal denke, ah, du könntest doch selber zocken. Aber gucken und zocken ist tatsächlich eine gute Kombination. Und dann ist man natürlich nicht so schnell an der Tastatur. Das ist auch nachvollziehbar. Aber vielleicht kommt das gleich noch. Wenn nicht, suche ich es raus auf jeden Fall. Spätestens zum nächsten Stream. Ah, da ist der Bonusbereich, okay. Genau, also da ist eine ganz tolle Geschichte zu Metroid auf jeden Fall zu finden. Boah, das ist ja mies hier. Einfahren, ja, ja, ja. Ich rede manchmal gerne mit Kirby, ja. Das hilft auch, ja. Falls einer sich fragt, warum ich das tue. Ich will kein Schlafi sein. Nein, nein, nein. Ich wollte gar kein Schlafi sein. Ich will meine Fähigkeit zurück. Du sollst für dich selber Werbung machen. Ja, bitte. Also wir haben hier einen großen Metroid-Fan drin. Dein Video ist großartig. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und ich habe gerade das Video nicht parat und du bestimmt. Also go for it. Ich bitte darum. Mach sofort Werbung. Nee, ich finde ja, so Twitch, YouTube und so weiter ist ja alles eine Frage der Community. Und man muss hier zusammenhalten, muss sich austauschen. Wir sind alles Nerds. Wir haben alle Bock auf solche Themen. Und warum nicht sich darüber austauschen? Also halte ich schon für... Oh, so sah ich gestern auch aus, Tom. Doch, Shinespark 1983. Dann heißt du doch da so. Habe ich mich vertan. Das ist ein Torbogen. So, zack. jetzt geht es wieder rund hier. Schraubangriff. Yeah. Guck mal, ich esse schon wieder Eis. Und Melone. Das ist sehr cool. Das wäre super schön, wenn das hier richtig Open World wäre. Aber ich muss sagen, dieses Halb-Open World finde ich eigentlich auch ganz geil. Das sieht hier nicht verkehrt aus. Autsch. Boah, ihr
bricht ja alles zusammen. Das ist ja hier wie 2012. Was soll ich? Ah, da. Mega. Cooles Level. Das kommt auch in die Highlights. Ich habe den Boomerang, den hatten wir schon mal gehabt, ganz zu Anfang. Da war die Sequenz aber weitem nicht so lang, glaube ich. Die Franzi ist endlich da! Franzi, alle haben auf dich gewartet. Was ist los? Wollen die Kinder wieder nicht schlafen? Wir haben leider auch schon so ein paar Levelchens gespielt hier. Aber nicht schlimm. Du weißt ja, bin ich doof. Du weißt ja, ist alles nachzuholen. Du weißt auch, dass ich doof bin, ja, aber alles nachzuholen, sowohl auf Twitch wie auch auf YouTube. Und dann kannst du nochmal schauen, was das ist. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben ja vorhin schon mal kurz gechattet. Ich wusste auch nicht so richtig, ob ich den Stream heute packe. Mit der Rückreise und so. Also zeitlich zum einen. Konditionsmäßig zum anderen. Aber wie das immer so beim Stream ist, irgendwie ist man mega gehypt und hat mega Bock. Ja, dann dachte ich, die Franzi kommt und dann war nichts mit Franzi. Ja, aber jetzt bist du ja da. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was hast du Ostern vor? So, das war doch gar nicht mehr so schlecht. Es fehlt ein Suchposter. Der geheime Raum, ohne in ein Loch zu stürzen, habe ich gemacht. Okay, ich weiß wieder nicht, wovon das Spiel redet. Es reden wir. Finde den versteckten Schatz bei den Kaktus-Drillingen. Okay, keine Ahnung. Mal gucken, ob heute mal die Waddle-Dees reichen für den Endgegner. Da sind wir nämlich gleich schon. Der Donkey Chris ist neu übrigens. Das ist Chris Loves Games, der auch vorhin gepostet hat. Und der ist großer Metroid-Fan. Der ist heute neu dazugekommen. Worüber ich mich sehr freue. Und ein paar andere auch noch. Ein paar Telekom-Kollegen sind noch wieder am Start. Und der Shinespark ist auch wieder da und hat sein großartiges Video zum Thema Metroid. Also wenn du mal irgendwie wissen willst, was mit Metroid auf sich hat, Geschichte des Spiels, so haben Shinespark und ich uns kennen und lieben gelernt. da findest du auf jeden Fall ein richtig gutes Video, hat er gerade mal gepostet. Genau. Danke dafür auch, Shinespark. Na gut, hat er sich breitschlagen lassen. 25 brauchen wir und die haben wir diesmal auch zusammen. Guck mal, diesmal bin ich professioneller gewesen als in der letzten Runde. Haben wir gerade ernsthaft 9 Zuschauer. Ich weiß, Gronkh und so lacht drüber. Und Pyrotechniker, wie heißt die Gefährtin von ihm? Wahrscheinlich auch, aber ich freue mich. Ich habe am Karfreitag mit eigentlich niemandem gerechnet. Aber schön, dass einige Leute Zeit haben. Die Waddle-Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen und jetzt darfst du gegen einen fiesen Möb antreten. Yeah! Franzi hat irgendwie noch nichts geschrieben oder ich sehe es nicht. Vielleicht ist sie auch wieder abgelenkt. Kannst du gleich mal sagen, wenn du da bist, dann würde ich dir nochmal und dir und allen anderen, die dazugekommen sind, wer immer das sein mag, nochmal das Emoticon, was mir heute von René gemalt wurde, nochmal zeigen, denn die Idee war ja, als Emoticons für den Kanal, wenn ich dann Twitch-Affiliate bin, dass es ein Yoshi wird. Da kamen wir mit Lorenzo auf die Idee. Und der Yoshi sollte ja so ein bisschen nach mir aussehen. Cappy, runde Brille, Bart. Und da habe ich den ersten Entwurf bekommen. Den werde ich natürlich als Highlight auch raushauen, aber würde ich den natürlich auch gerne live zeigen. Ja. Genauso wie mein Super Mario Unterwasser-Level. Becher. Wir machen jetzt erstmal fleißig Rifts, wo ich wieder auf nichts achten kann. Aber in der Zwischenzeit kann die Franzi vielleicht ein bisschen antworten. Oh, hier ist so eine geheime Ecke. Quasi eine Geheimratsecke. Der Becher ist nice. Ja, ich finde den auch gut. Der ist auch gar nicht so teuer. Der kostet, glaube ich, einen Zehner. Ich habe den zweimal im Mediamarkt gekauft. Das dritte Mal wird fällig, weil er schon wieder irgendwie in die Spülmaschine gesteckt wurde. Ich war es tatsächlich nicht, aber gut. Ich mag den auch gerne. Ich mag generell so Merch-Kram halt, ne? Wie man vielleicht im Hintergrund sieht. ChuChuChan1, herzlich willkommen. Kennen wir uns oder kennen wir uns jetzt erst? Vielleicht von anderen Kanälen oder ähnliches. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du Followerin, Follower bist. Und ist ja heute vorsichtig sein mit dem RCS und so. Habe ich mir schon mal in die Lesson mitgesetzt vorhin. Ne, Chris?
Genau, aber freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist und gleich gefollowt hast. In Richtung Paradewagen, okay. Habe ich doch gerade gemacht eigentlich, dachte ich. Machen wir das nochmal. Oh, jetzt brauche ich wieder Wasser. Trinken. Und Chuchu-chan, wie kommst du zu mir? Springen kann ich mit dem, ja. Brauche ich aber gar nicht, weil das Wasser darüber reicht. Genau. Okay, jetzt ist das zugemauert. Jetzt ist das Wasser wieder leer. Die Zeit ist hier in den Rifts echt knapp geworden, wo man einfach noch echt großzügigst Zeit hatte. Ist das Spiel jetzt ein ganz anderes? Ah, ich muss den mal rüberbringen irgendwie. Okay. Hops. Und? Ja, in die richtige Richtung spucken wäre auch was, ne? Achso, jetzt kann ich hier durch. Das ist ja ein spannendes Level. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Daran wird es auch liegen, dass ich die Zeit wahrscheinlich nicht schaffe. Aber gut. Ja, genau. Aha. Schade. Aber das können wir gleich nochmal probieren. Du gehörst zu Infected. Stimmt, wir haben auch schon mal gechattet, wir beiden, ne? Mehr als einmal. Ja, haben wir. Ich erinnere mich. Der Name kam mir auch sehr bekannt vor. Aber ich weiß nicht, streamst du auch? In jedem Fall ist es so, dass man doch echt den Überblick behalten muss. Ne? Ich habe schon gesagt, ich werde niemals dazu übergehen, Hallo Chat zu sagen und euch nur noch Chat zu nennen. Das finde ich irgendwie nicht so cool und auch nicht so wertschätzend irgendwie. Aber ich werde mir irgendwann nicht mehr die Namen alle merken können. Dann werde ich wahrscheinlich wirklich jetzt dazu übergehen und den Avatar-Namen sagen. Zack. Genau, von daher kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Aber deiner kam mir tatsächlich bekannt vor und deswegen dachte ich, frag mal. Wird jetzt eh mal eine Standardfrage sein, kennen wir uns schon und lernen wir uns gerade kennen. Ist das alles ein bisschen leichter. Schön, dass du vorbeischaust. Ich wusste gar nicht, dass du noch nicht gefollowt hast. Freue mich sehr, dass du auch gefollowt hast, natürlich. Sag mal das, gefollowt haben. Und dass du heute Abend da bist. Sehen wir doch gleich mal, was du Ostern so vorhast. Ob du eine entspannte oder eine zu spannende Woche hattest. Und ich lese das dann gleich alles, sobald ich mich wieder hier konzentrieren kann. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich brauche nur einen. Ja, das sieht doch gut aus. Gehen wir schon mal weiter und haben noch 40 Sekunden. Aber die sind brauche ich nicht. Oh, ich war kurz vor Ende. Das ist ja wohl ein Witz. Na gut. Du hast Uncharted 4 durch. Trophäen kommen dir schwer vor. Ja, das glaube ich. Also ich würde mich ja sehr freuen über Trophäen auf der Nintendo Switch. Definitiv. Weil ich das immer schön finde, im Game auch Trophäen zu bekommen. Ich freue mich auch gerade bei Horizon Forbidden West darüber, wenn ich Trophäen bekomme. Aber ich musste ja, wie gesagt, nicht alle sammeln, weißt du ja. Und in manchen Spielen ist es gefühlt unmöglich. Beziehungsweise muss das Spiel rauf und runter, rechts und links, vorne und hinten spielen. Ich mag das gerne, wenn sich das automatisch ergänzt. Ideales Balancing an Trophäen, finde ich, gab es bei Astro's Playroom. Nicht, dass ich da Platin geholt hätte, aber da hätte ich es mir zugetraut. Und auch bei Horizon Zero Dawn glaube ich, dass das nicht so schwer ist, dass es da auch Spaß machen würde. Aber manche Spiele, da musst du ja einfach übertriebenst spielen halt, ne? Um dann da nochmal und nochmal und nochmal. Ja genau, und ich habe Chuchu-chan gerade nicht erkannt, aber ja, jetzt schon.
Spätestens wenn Franzella dich erkannt hätte, hätte ich gewusst, ich muss dich eigentlich kennen. Ja, vielen Dank, dass ihr alle einschaltet. Total schön. Fantasy Uncharted hast du jetzt gerade quasi vorgezogen, ja? Hast das gespielt. Soll ich dir den Yoshi gleich nochmal zeigen? Den ersten Yoshi, den ich als Emoticon designt bekommen habe. So den ersten Entwurf, Draft, wie man das nennen möchte. Ich finde ihn schon mega süß. Würde ich dir gerne nochmal live zeigen, bevor das in den Highlights nachgucken muss. Life is Strange, stimmt. Da wäre es auch möglich gewesen tatsächlich. Könnte ich dann auch mal nachholen irgendwann. Aber das nächste Mal Life is Strange werde ich auf der Switch natürlich spielen und dann auch, ich glaube auch im Stream. Ich glaube Life is Strange, wenn ich die erste Teil nochmal spiele, würde ich ganz cool finden. Ich weiß nicht, ob die Leute das sehen möchten. Okay, dann gibt es jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung für Franzi. So. Und dann schauen wir uns nochmal eben den Yoshi zusammen an. So viel Zeit muss sein. Vielleicht ist da auch der eine oder andere dazugekommen, zum Beispiel Chuchu-chan, die das noch nicht gesehen haben. Denn ich möchte mich nochmal explizit bedanken. Wir sind mittlerweile bei 58 Followern. Ich wollte es jetzt hier hinten wieder zeigen, aber hier unten steht es ja auch nochmal. Ne, da unten steht es auch nochmal. 58 Follower und ich glaube, ich bin noch 2 Streams davon entfernt, wenn die Zuschauerzahlen passen, dass ich dann tatsächlich Affiliate werden kann. Und ich bin mega dankbar, nach nur 5 Streams irgendwie jetzt hier am Start zu sein. Mega happy bin ich darüber. Aber das führt auch dazu, dass man sich Gedanken über Emoticons machen muss. Und tollerweise, Mobenko, moin. Ein Follow kommt unverhofft. Herzlich willkommen in der Runde. Und die klassische Frage, kennen wir uns schon oder lernen wir uns gerade kennen? Schön, dass du gefollowt hast und willkommen hier auf dem Kanal. So, genau. Und da muss man sich über Emoticons Gedanken machen. Und ja, der René hat sich tollerweise bereit erklärt, ist ein Arbeitskollege, der gerne mit dem iPad rumfuchtelt. So will ich es nennen. Und der hat jetzt den ersten Emoticon gemacht. Wir kennen uns schon von YouTube. Cool. Wie ist denn da dein Benutzername? Heißt du da auch Mobenko? Und ich glaube nicht, ne? Weil das wäre mir jetzt aufgefallen dann. Scheinbar kennt mich auch von YouTube. Freue mich darüber sehr, dass immer wieder Leute den Weg dann darüber hierhin finden. Und dass dann auch meine Nachricht, die ich auf YouTube sende, scheinbar gelesen wird. Das weiß ich auch nie, ob diese Community-Beiträge überhaupt so richtig gelesen werden oder nicht. Ja. MBK Number One. Okay, cool. Ja, du schreibst auch hier und da mal, ne? Auf jeden Fall nett, dass du da bist. Und auch nochmal der Hinweis für alle, die Lust haben, mit mir zu schnacken. Ne Franzi. Da oben steht ein Discord, da gibt es die Streamcouch, da kann genau eine Person nebst mir Platz nehmen und dann seid ihr live im Fernsehen, wie ich immer so schön sage. Wir haben vorhin festgestellt, das hier ist das moderne Fernsehen, Twitch und YouTube, ist ja wirklich so, ne? Ne, da seid ihr live quasi auch drin und dann können wir auch ein bisschen schnacken auf jeden Fall. So, ja, genau, Emoticons. Und wir hatten letztes Mal mit Lorenzo gequatscht und der hatte, glaube ich, Yoshi-Emoticons gehabt. Und Yoshi ist wirklich eine Figur, mit der ich mich identifiziere. Ich spiele ihn mal bei Mario Kart, spiele ihn bei Mario Party, ich finde ihn mega süß. Auch das Einhorn-Nilpferd und ich haben ganz viel Yoshi-Geschichte zusammen und irgendwie identifiziere ich mich sehr mit dem Burschen. Und deswegen dachten wir machen einen Review-Switch Yoshi. Also quasi ein Yoshi, der Cappy auf hat, runde Brille, Bärtchen. Und der erste Entwurf ist da und möchte ich jetzt mal zeigen. Genau, die Franzi ist ja auch im Start, denke ich. Und wenn nicht, dann hast du Pech gehabt. Da ist er. Das ist jetzt der Gruß-Emoticon. Ich weiß nicht, das war der erste Draft. Das wird wahrscheinlich nochmal sich ändern. Ich gehe davon aus, dass es final, die finale Version nochmal anders aussehen wird. Aber ich fand den schon mega niedlich. Die Nase passt, also das könnte auf beinahe ein Foto von mir sein. Und ich dachte eigentlich erst, Yoshi mit Bart sieht doof aus, aber irgendwie ist er ganz cool. Sieht ziemlich lässig aus, finde ich, vor allem mit dem Cappy noch dabei. Ist immer ein doofer Tag, wenn du streamst. Eines Tages setze ich mich ganz überraschend auf deine Couch. Ist gar kein doofer Tag, wenn ich streame. Wenn ich streame, ist immer ein guter Tag, Franzi. Generell, aber vielleicht nicht zum Quatschen auf der Couch. Ich habe es auch gerade schon gesagt, ganz ehrlich, man will chillen, man schaltet ja quasi Twitch ein, so wie Fernsehen und möchte entspannen und hat auch keinen Bock, vielleicht gerade live geschaltet zu werden und dann zu quatschen. Das ergibt sich schon, vielleicht, wir machen ja Ostersonntag den Mario Kart 8
Stream, auch wenn ich das schon ein paar Mal gesagt habe, mit Branners Gute Stube. Da quatschen wir auch im Discord. Und Sonntag 20 Uhr, Ostersonntag 20 Uhr bitte einschalten. Gerne Mario Kart startklar machen und entweder stumm oder im Discord mitfahren. 12 Fahrerplätze sind zu vergeben, also wenn Branner und ich drin sind, noch 10. Und es wäre richtig cool, wenn die voll wären. Denn letztes Mal mit Retro Paradise ging es richtig ab. Ich habe noch nie so krass Mario Kart gespielt. Ich hatte auch null Chance, aber egal. Es war großartig. Und genau, deswegen wäre es cool, wenn ihr auch dabei seid. Und da quatschen wir natürlich auch im Discord. Auf jeden Fall. Und Franzi, wann immer du bereit bist, die Couch ist für dich da. Von daher, chill einfach mit mir zusammen und wir zocken ein bisschen und gut ist. Genau. Ja, der Yoshi hat was. Das ist noch nicht die finale Version, aber ich finde, das wären schon schöne Emojis. Schön finde ich auch, dass das Magenta hier mit einfließt, weil, ja, ich habe vorhin schon hier den Kleinen gezeigt. Mit der Farbe habe ich es ja auch so ein bisschen. Und ja, so finde ich es eigentlich ein gutes Draft. Bin mal gespannt, wie dann die finalen Versionen aussehen. Kommen ja auch 5, 6 dann. Und ich freue mich sehr, dass der Kollege sich so ausgiebig damit beschäftigt und so schöne Bildchen macht. Ja, mal gucken, wie das dann final wird. Übrigens an Franzi und auch an alle anderen nochmal die Werbung für YouTube. Morgen um 18 Uhr kommt das neue Video und morgen werde ich moderieren, aber keine eigene Review machen, denn das macht das Einhornilpferd. Die Dani macht die Review morgen. Und da geht es um das neue MMO Lost Ark. Ja, also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und Franzi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich überlege mir noch dann für Ostersonntag vielleicht für den besten Fahrer oder für die besten Plätze Preise zu vergeben. Ich habe übrigens unter anderem diese wunderbare Wintermütze. Der Winter kommt ja wieder und vielleicht hat ja einer Lust, das zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Preis ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass My Time at Porsche ja für die Switch ein Preis sein könnte oder Immortals Fenyx Rising für die Switch. Das liegt hier noch so rum. Oder tatsächlich für jemanden, der sagt, ich möchte mal ganz gerne die Games nachholen. Hätte hier auch noch Mass Effect für die Xbox rumliegen. Ich habe demnächst tollerweise dank Infected eine neue Xbox. Und da muss ich mal den Game Pass und so mal angucken. Da ist bestimmt Mass Effect drin. Genau. Das wäre so meine Idee. Kleines Gewinnspiel irgendwie mit reinzupacken, dass man irgendwie da die Möglichkeit hat, auch als bester Fahrer was zu gewinnen. Was haltet ihr davon? Gute Idee, schlechte Idee? Wollt ihr was gewinnen? Ist die Mütze doof? Ist das Spiel doof? Ist das Spiel gut? Platz 1 bis 3 könnte man ja machen. Wie man das so beim richtigen Rennen auch macht. Ich weiß nur nicht, wie man das bemisst, ob man das bei einem speziellen Cup macht oder so. Bin ich schon mal froh, dass ich mal Platz 5 bis 8 mache bei den Rennen. Denn ich selber will die eigenen Preise ja nicht gewinnen, ne? Gut. Aber ich will mich von dem Endboss nicht drücken. Deswegen geht es natürlich jetzt auch weiter mit Kirby. Ist blöd, wenn man schlecht fährt. Naja, das soll ja der Ansporn sein, dass man versucht, ein bisschen besser zu fahren, ne? Ja, es soll ja auch Spaß machen, aber mit so einem kleinen Ansporn ist es ja vielleicht auch eine nette Sache. Eiskalt abserviert, die Eisbär-Eisprüfung. Das heißt, du möchtest gerne die Mütze gewinnen, aber hast die Befürchtung, dass du nicht auf Platz 1 bist, ne? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mal schauen, ob wir da eine gute Idee haben bis dahin. Wenn nicht, würde ich es mir für andere Twitch-Streams vielleicht noch überlegen. Aber schön wäre schon. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hier. Ich glaube, das ist der Sinn der Sache, ne? Ah, jetzt geht's weiter. Ja! Peace! So geht das, genau. Das geht schon um die Schneemänner, ne? Huch! Also auf die letzten Level ist Kirby tatsächlich ein bisschen härter geworden, ne? Muss man ja mal sagen.
vor allen Dingen sind die Zeiten halt deutlich knapper bemessen als vorher. Ja. Aber diese Herausforderung will man ja auch. Ach Gott. Jetzt geht das wieder los. Wie trottelig kann man sich beim Endgegner anstellen? Manuel so, ja. Gleich wieder jeden Chat-Kommentar, aber erstmal brauche ich alle meine. Oh, jetzt wurde ich auch noch gefressen. Dafür bin ich zuständig, Alter. Habe ich jetzt Alter gesagt? Unter Anspannung kann das passieren. Ich mag aber auch diese Eisfähigkeit überhaupt nicht, ne? Noch nie, noch gar nicht. Im ganzen Spiel hier nicht. Ich weiß, es geht darum, hier in diesen Bonusleveln genau das zu lernen, wie man die am besten einsetzt. Aber. So leicht ist dann trotzdem nicht. Geschafft habe ich es trotzdem noch. Chris, du verabschiedest dich oder wer verabschiedet sich? Du haust dich hin, du bist etwas krank. Schönen Abend noch. Franzi, schön, dass du da warst. Entspann dich gut. Ich hoffe, du hast schöne Ostern. Hast du schon geschrieben, was du Ostern machst? Oh, ich muss einmal zum Stern. Hast du schon geschrieben, was du Ostern machst? Oder würde ich natürlich gerne nochmal wissen. Wenn ich, ja. Dann wirst du auf jeden Fall jetzt ein paar Tage Ruhe haben können, dich ein bisschen erholen können. Nutz das und ich würde mich sehr freuen, wenn du Ostersonntag dann auch dabei sein solltest zum Mario Kart 8 Community Stream. Und der Chris bleibt noch erhalten, ne? Das freut mich. Noch momentan ernsthaft 9 Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass das auch hier stabil so ist. Ja, fühlt man sich auch doch, ne? Nicht so alleine. Kann ein bisschen quatschen. Man erzählt es nicht der Video-on-Demand-Aufnahme, sondern echten Menschen. So, jetzt habe ich dummerweise alle Level gemacht und jetzt geht es hier zum Endboss. Ich glaube, ich gehe noch mal einmal in die Waddle-Dee-Stadt vorher, wo mir meine Lieblingsfähigkeit, wobei es eigentlich Quatsch ist, ne? Beim Endboss kann ich mir eine Fähigkeit aussuchen. Na, ich hole mir trotzdem mal eben die Lieblingsfähigkeit. Oh, habe ich einen neuen. Genau. Hier ist es so, dass wenn man genügend Waddle Dees befreit, zum Beispiel 180, ist in dem Laden daneben jetzt hier zu sehen, wenn man die befreit hat, dann entstehen immer neue Geschäfte. Und jetzt habe ich hier ein Geschäft, wo ich Dinge kaufen kann. Das ist neu, ziemlich cool. Und im Waffenladen gibt es auch wieder weiterentwickelte Fähigkeiten. Das ist nicht übel. Ich finde dieses leichte RPG-Thema, was die hier reingebracht haben, ohne Kirby zu einem RPG zu machen. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Sehr gelungen. Übrigens ist diese kleine Mütze hier doch der Hammer. Ich glaube, hier gibt es einfach nur Sachen zu kaufen. Das ist einmal das Getränk, was man auch mit einem Amiibo bekommt. Was ist das hier, ein Level-Up? Ich muss ja einfach mit dem sprechen, ne? Willkommen im Waddle Dee Kramladen. Hier findest du eine Vielzahl von Items, die vorübergehend im Boni verleihen. Du kannst sogar mehrere Items in Folge nutzen, ganz gleich, ob du verschiedene oder mehrere Items desselben Typs verwendest. Allerdings kannst du immer nur ein einziges Item bei dir tragen. Also, was darf es denn sein? Was haben wir denn? Verdoppelt die Kraftpunkte. Kann nicht höher als der normale Kraftpunktwert sein. Angriff Plus erhöht die Angriffskraft für 200 Sekunden, kann 5-mal gleichzeitig erhöht werden und erhöht das Tempo für 200 Sekunden. Cool. Ich nehme mal Angriffskraft mit, finde ich ganz gelungen. Das wollen wir kaufen, genau. Und ich hätte es eigentlich gerne auf Vorrat. Kriege ich auch, alles klar. Gedrückt halten und so weiter. Prima. Den nehmen wir mit. Kostet auch gar nicht so viel. Genau, und das nächste Gebäude mit 180 Waddle Dees. Wir haben gerade 151. Ja, also hier kann man auch eben durch das Sammeln der Figuren noch eine ganze Menge freischalten hinterher. Und das finde ich ganz geil eigentlich. Mal gucken, ob wir noch hier die Fähigkeiten verbessern können. Und wir haben ja auch ein neues Rezept gefunden. Also es lohnt sich immer mal wieder in die Waddle Dee Stadt zu gehen. Ich weiß, wir wollen den Endboss sehen. Machen wir auch gleich. Aber ausrüsten ist hier die halbe Miete, ne?
So. Haben wir irgendwelche Favoritfähigkeiten? Der Bohrer, der kann verbessert werden. Diese Rollkugel kann verbessert werden. Das Feuer nicht. Das Ding, was war das noch gleich? Der Kugelblitz. Okay. Nutze ich nicht so viel. Ich habe gerade schon der Geld ausgegeben, ne? Ah. Böser Mensch hier. Ja, der Bohrer, der war ja gar nicht mehr so schlecht, ne? 800 kostet der auch nur, okay. Die letzte Stufe 500, den habe ich auch noch nicht entwickelt. Hätte mir wahrscheinlich geholfen. Du bist auch nochmal weg und ein bisschen ausruhen. Tom und Tanja in Klammern. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr direkt heute eingeschaltet habt. Ostersonntag. Vielleicht schaltet ihr auch wieder ein. Würde ich mich freuen. Generell, die Tage mit euch waren auch sehr schön. In live wie in digital. Genau. Und dann, ja, bis morgen auf YouTube, bis Sonntag auf Twitch oder vielleicht auch mal live, beziehungsweise per sonstigen Chatmöglichkeiten. Ja, entspannt euch gut an dem langen Wochenende und wir sehen und hören uns. Gute Nacht, schon mal. Ach, der Bleistiftbohrer. Oh, den Bleistiftbohrer hätte ich schon mal vorher entwickeln sollen, weil dafür gab es so ein Rift. Das können wir vielleicht gleich nochmal machen. Das eine und nie fährt ist übrigens Daniela, das wisst ihr vielleicht. Die hat gerade auch nochmal geschrieben. Tschüssi. Ich muss mal kurz ein Amiibo holen. Sekunde. So hinstelle, ne? Dann moderiert Bowser. Ist auch cool, oder? Der Fury Bowser. Ja. Ein wundervolles Bowser's Fury T-Shirt. Genau, Amiibos habe ich geholt, weil mit der Amiibo-Funktion kriege ich Kohle. Und wenn wir den Endboss heute besiegt haben, dann wäre der Stream auch schon wieder vorbei. Das will ich noch ein bisschen hinauszögern. Ich glaube, den Amiibo kann ich aber nur einmal pro Gebiet benutzen. Das heißt, jetzt kann ich in der Stadt den... Doch, okay, verschiedene Amiibos kann ich mehrfach benutzen. Okay, 500 Münzen kriege ich aber nicht zusammen mit den beiden Amiibos. Na gut. Aber der Bleistiftbohrer sollte reichen. Ich weiß gar nicht, welcher Rift das war. Aber den hatte ich nicht wegen mangelndem Bleistiftbohrer auf jeden Fall. Ich habe mich noch gefragt, wo ich den herbekommen soll, aber dass es eine Bohrfähigkeit ist... Ja, so schlau hätte ich sein können, nicht wahr? Jetzt, ich hopp's mal eben zurück, ne? Weil der Rift ist ganz cool, den hätte ich ganz gerne nochmal gemacht eben. So. Gab's irgendwo einen Rift da? Ist noch verschlossen. Bremskugelblitz. Den habe ich noch nicht, okay. Auch eine Fähigkeit, die nur freischalten muss. So, da habe ich alle gemacht. Da ist der Bleistiftbohrerschatz. Und den kann ich jetzt machen. Der war mir auch noch versperrt, mangels Fähigkeit. Das machen wir noch einmal. Einer Nilpferd, bist du eigentlich am Start oder bist du immer noch ziemlich abgelenkt? So. Ich habe heute schon ganz viel Werbung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Die ganze Welt dich kennt, weil am Morgen sowieso. Ich freue mich ja sehr über unser gemeinsames Video. Du bist da, schön. Genau, nee, ich habe schon ganz viel Werbung gemacht. Ich habe unter anderem ein Bild von uns in der Isar gezeigt, wie auch von dir mit deinem Gaming... mit deiner Gaming-Ausstattung. um anzukündigen, dass du ja morgen die große Review machen wirst ab 18 Uhr. Ich hoffe, das hast du auch schon in der Gilde verbreitet. Die finden das auch schon ganz interessant, wie du es dann bewertest. Quatsch. Genau. Und ich freue mich auch schon auf das Video. Ich habe es ja tatsächlich noch nicht gesehen. Das war ja größtenteils ja, One Take. In so einem Naturtalent wie dir, easy going. Und Tom sagte was von, du siehst aus wie die Gefährtin von Gronkh. Die streamt wohl auch. Und die hat wohl auch so ein Setup, also auch hier mit den Öhrchen und so weiter. Ja, ich kannte sie nicht. Pyran, ich werde es nachlesen. Ich kannte sie tatsächlich nicht.
Ja, genau. Wusste ich nicht, dass du so aussiehst wie die Gefährtin von Grunk. Alle sind sich aber einig. Du kennst sie auch nicht. Ja, wir gucken uns das mal an, würde ich sagen. Aber alle sind sich einig, du solltest auch streamen. Lost Ark lässt sich bestimmt auch gut streamen. So. Ich schnapp mir das Feuer wieder. Zack. Aber ich hoffe, es ist dir recht, dass ich ein bisschen Werbung gemacht habe. Bald schon ein kleines Highlight-Video auf meinem Kanal ist. Wie jedes Video, wo du mitspielst. Also mit VX. Du spielst ja nicht. Hoffe ich, denke ich. Also spielst schon im Vorfeld, um dann zu reviewen, aber du weißt, was ich meine. Übrigens, auf meiner Stream-Couch ist gerade immer noch ein Platz frei, also wer Lust hat zu schnacken. Will ja nicht übertrieben viel Werbung machen, aber letztes Mal war Einhorn Niefeld auch da. Und davor Retro Paradise, und das ist immer sehr lustig. Jetzt machen wir erstmal den Endboss, also bitte nicht demoralisieren. Denn was anderes kann ich jetzt schon nicht mehr machen. Kann man schon erkennen, wer das hier ist? Sieht aus wie ein Ottifant von Otto, oder? Der Sammler der Schlafflossen schluckt. Okay. Voll der Dino. Jurassic Park 4 oder so. Der Ladebildschirm war lang. Es ist kein Sound da. Außer unheilvolles Dröhnen. Kann noch einmal Leben auftanken. Oh, Bombe gibt's hier. Das ist Bombe. Bombe werfe ich gerne. Ich habe vor allem die Sucherbomben, die mittlerweile einfach zu ihrem Ziel laufen. Die finde ich mega cool. Das dürfte dann auch schon der letzte Endgegner sein vor dem Endendgegner, wenn ich das richtig sehe. Also Zwischengegner gibt es ja immer mal noch, aber der letzte Weltenendgegner. Ich bin gespannt. Das Elfilin. Oh, das hätte ich ja nicht gedacht, dass Elfilin schon am Start ist. Nein, ist auch nur eine Puppe. Diese Möps. Ja, so gucke ich aber auch hier. Freunde, so geht das nämlich nicht. Nicht mit mir. Ja, die Tanzpanzerbestie Gürteltor. Lass mich in Ruhe. Es sieht sehr lustig aus. Das ist doch der aus dem Trailer, ne? Den man sehr früh schon im Trailer gesehen hat. Denke ich. Jetzt wieder böse, okay. Nein, lass mich. Oh, wir stürzen ab in die nächste Arena. Jetzt geht's hier ab. Autsch. Oh, meine Fähigkeit. Geh weg. Boah, trifft er auch immer hier, ne? Kann das sein? Jetzt kommt erstmal die Angriffspower hier von mir. Der gerade mir den Käfig über der Nase gehalten und hat einen auf lustig gemacht. Was immer ihr schreibt, ich kann gerade nicht antworten. Da erwischt er mich auch jedes Mal. Mein Leben schwindet. Er kommt dem Ding aber auch nicht so gut, ne? Er hat auch nur noch Hälfte des Lebens gerade, aber ich bräuchte mal das gerade Leben. Kann ich hier Amiibo nutzen? Kann ich.
macht er auch. Okay. Wird auch mal böser hier. Unfassbar. Wenn man schon Amiibos braucht, ne? Gar nicht bekommen, merke ich gerade. Das ist ja fies. Und das ist mein Ende, ne? Doch nicht. Oh, doch jetzt. Arg! Der war fies. Ich weiß gerade nicht, ob die Bombe so das Beste ist. Aber in Gegenrollen ist auch nicht. Ich glaube, Bombe ist schon das Beste eigentlich, weil ich ja regelmäßig damit getroffen habe. Schwierig. Tja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Amiibo-Fähigkeit noch. Mal schauen. Die Phase geht ja hier noch. Der Dreierbombenschlag ist noch nicht verkehrt, ich merke. Zweite Phase haben wir ruckzuck erreicht. Da müsste ich mal wissen, wie ich dem ausweichen kann. Denn das ist mein Verhängnis hier, ne? Einfach normaler Geschwindigkeit davon springen. Okay. Oh, das war jetzt ganz dumm wieder. Ah, okay. Jetzt machen wir es mit den Amiibos vielleicht mal noch mal ein bisschen geschickter hier. Das kann ich nicht mehr verwenden. Alle Amiibos mangelt es ja hier nicht, ne? Ich glaube, ich habe nicht mal auf den Wildmodus hier geschaltet, ne? Das ist ja schon ein bisschen lustig hier. Okay, das war ja mein Fehler hier. Ich muss da rechtzeitig von wegspringen. Das sieht jetzt schon mal nicht verkehrt aus. Oder hat das Spiel schon automatisch in Easy Mode eingeschaltet? Ich glaube nicht. Übrigens, trotzdem, dass er ein bisschen schwieriger ist. Ein sehr lustiger Gegner. Autsch. Hey, ich brauche eine Fähigkeit.
Meine Fähigkeit. Bums. Uff. Also der Chris hat gesagt, der letzte Endgegner ist nicht so schwer. Der war ein bisschen happig jetzt hier. Liegt natürlich auch mangelnd Skill, klar, aber hier gibt es erstmal ein neues Rezept. Schön, schön. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen leveln. Das kann natürlich auch sein. Aber dafür, dass ich nicht den Wildmodus anhabe. Holalü. Der war nicht verkehrt. Und ich finde es mal lustig. Es ist das typische Kirby-Rezept. Das restliche Spiel, da schläft man halb bei ein. Aber dann plötzlich, die letzten zwei, drei Gegner gehen übelst ab. Achso, ein Erfolg wäre gewesen, besiege Gürteltor mit der Spezialpower Hammer. Okay. Ja, Hammer ist, glaube ich, schwieriger. Die Suchbomben waren jetzt schon sehr nützlich, auch dass sie die Ketten bilden. Und ja, das Geheimnis für alle, die es vielleicht auch spielen oder mit Schwierigkeiten haben, das Geheimnis, wenn er rollt, ist tatsächlich nicht zu schweben, sondern zu laufen und beim Laufen dann entsprechend von ihm wegzuspringen, wenn er in der Nähe ist. Das ist einfach nur so ein getimtes Event. Das hätte das Spiel dann netterweise auch sagen können, aber gut. So, es geht in die Waddle-Dee-Stadt automatisch zurück. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt können wir angeln. Okay. Wer ist denn eigentlich noch so da? Es schreibt gar keiner mehr. Es hat sich auch schon ein wenig reduziert hier von der Teilnehmeranzahl. Ist aber auch schon spät. Geht ja schon 11:11 zu. Für 155 Waddle-Dees kann ich jetzt nun Flinkfischen spielen. Okay. Das können wir vielleicht gleich zum Abschied nochmal ganz entspannt machen. Und die Serie 3 der Kirby-Amiibos ist da. Okay. Wieder mehr Münzen, die wir sinnlos ausgeben können. Zum Thema Streamen und so hat das Einhorn Niefeld auch nichts mehr gesagt, aber wahrscheinlich ist sie auch schon in dem nächsten Abgrund verschwunden. So, jetzt essen wir erstmal leckere Torte. Nicht so viel gebracht, ne? Bevor ich jetzt hier... Ich gucke uns wie immer noch die nächste Welt einmal an. Ich glaube, weiß ja nicht, ob das jetzt nur der Endgegner noch ist oder ob wir da noch mehr zu erwarten haben. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, es werden noch ein paar Level kommen auf jeden Fall. Und jetzt friert mein Spiel ein. Großartig. Geht doch nicht. Ist ein Fehler aufgetreten. Beim Scan des Amiibos, okay? Nicht lange genug draufgehalten. Nee, wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an, wo wir jetzt ankommen. Sollte das jetzt wirklich nur der Endgegner sein, dann machen wir ihn wahrscheinlich beim nächsten Mal, denn, ja, die Müdigkeit meldet sich auch schon so ein bisschen. Wir schnappen uns auf jeden Fall mal in Serie 3 Automaten. Da gibt's, boah, da kosten die 50. Aber es macht mir einfach riesig Spaß. Du verabschiedest dich ins Bettchen, Branner. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auch auf Sonntag auf jeden Fall. Das wird wieder sehr, sehr lustig werden. Und genau, schlaf gut, erhol dich gut. Und ja, bis Sonntag spätestens. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Das eine und ist noch da. Was hast du denn zum Thema Stream? Das Equipment kann man auch anderweitig benutzen, ne? Ich weiß. Du hast mich zum Streamen gebracht, jetzt muss ich dich auch noch zum Streamen bringen. Weil du warst ja nicht alleine, es gab ja noch mehr Druck von anderer Stelle. Wir gehen einmal kurz hier angeln und gucken mal, wie das geht. Oh, das ist lustig. Ich wusste gar nicht, dass das Bild aus Kirby kommt. Ja, Branner wünscht uns eine gute Nacht. Großartig. Dann haben wir jetzt alle eine gute Nacht. Das ist ja schön. Genau, ich gleich auch. Aber wir angeln nochmal kurz und gucken uns das nächste Level vorher nochmal an. So, zieh an Land, was nur geht. Fängst du mehrere Fische in Folge, beißt schließlich ein großer an, reagiere schnell und ziehe einen Highscore. Okay. Das Bild habe ich irgendwie ganz lustig mal auf Instagram gepostet, im anderen Kontext. Und ich wusste nicht, dass es aus dem neuen Kirby-Spiel kommt. Mega. Was muss ich jetzt machen? Achso. Ah, ich muss die richtige Taste drücken. Damn it. Ja, das war die falsche Taste. Müsste man wissen, welche ist, aber ich glaube, das ist entsprechend der Switch angeordnet. Oben, unten, rechts, links. Genau, X ist oben. Zack. Mega süß animiert auf jeden Fall. 178 Gramm, okay. Also auf der Switch kann man auch in jedem Spiel irgendwie ein bisschen angeln.
So, oh! Ist ja süß, wie er halb reingezogen wird. So, komm, mein Kleiner. Das wird ja 180 Gramm, okay, ähnlich. Also ein Quicktime-Event auch. Finde ich schön, dass die Spiele sich viel auch von anderen Konsolen so ein bisschen abgucken. Hey, ich habe das Richtige gedrückt. So, dann kommen wieder die 180 Gramm ungefähr. Ja, genau. Ich versuche das nochmal ein paar Mal. Ich bin ja nicht der größte Angelfan in keinem Spiel. Ihr wisst das, glaube ich, alle. So, da ist ein größerer jetzt. Zack. 501 Gramm. Da kann man schon satt von werden, glaube ich. Zack. 2 Kilo. Oh, fast. 1,639. Münzen gibt es dafür auch. Cool. Das ist ein schönes Spiel. Jetzt, weil es gerade klappt, wisst ihr. Habe ich mich jetzt verdrückt? Ich bin auf eine andere Taste gekommen. Wurstfinger am Controller. Jetzt kommt wieder 500 Gramm Fisch. Ne, 150 Gramm Fisch erstmal. Doch nicht. Das ist doch okay, so ein bisschen willkürlich. 1,623. Ist wahrscheinlich nur für mich spannend und für euch totlangweilig. Aber tatsächlich finde ich auch Kirby dabei zu beobachten. Richtig niedlich. Jetzt aber über 2 Kilo, komm. Der ist größer als Kirby. Fast 8 Kilo, okay. Das war cool. Ich will hier euch nicht überstrapazieren, aber das war cool auf jeden Fall. Gut. Was machen das gute Geld? Also gerade gar nicht. Ich will erstmal Rezepte hier zu dem Kollegen noch bringen. Der hat dann wieder ganz tolle Ideen und baut uns was ganz Tolles. Und wir haben die Kohle wieder nicht, um uns das leisten zu können. Genau so ist es. Ja, 283 Münzen, da brauche ich mir hier gar nichts von angucken. Das hat sich jetzt schon mal dezent erledigt. Deswegen gucken wir uns das nächste Level auf jeden Fall nochmal an. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Und das war die verbotene Welt jetzt. Die Elfilin war ja nur Fake. Das war ja keine echte Elfilin. Und jetzt wird es ernsthaft eine Lava-Welt, wie bei Bowser. Aber passt ja irgendwie, ne? Rotharts verbotene Lande. Du hast ein neues Gebiet entdeckt. Der arme, entführte Elfilin. Der Elfilin. Alright. Muss dort irgendwo sein. Hoffentlich gefällt es dir gut, Elfilin. Das hoffe ich auch. Okay. Voll das Bowser-Flair. Sehr lustig irgendwie. Mag dennoch hier generell die ganze Gestaltung in dem Spiel. Ja, aber an der Stelle unterbrechen wir mal, weil allzu viele Hauptlevel gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Welt wirklich. 61 Waddle-Dees können wir hier verdienen und ja, wir wollten noch einmal reingucken zumindest. Nächstes Mal starten wir wirklich ganz frisch mit dem allerersten Level. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Das allererste Level habe ich immer noch reingelinst, aber ja, wir haben ja ganz viele andere Dinge uns hier noch angeschaut in dem Spiel. Und deswegen soll es für heute mal gut sein. Auf jeden Fall nach wie vor sehr schön. Auch wenn ich sehr ähnliche Strukturen sehe zu Mario. Was ja gar nicht schlimm ist, weil alles, was gut funktioniert, sollte man auch abgucken. Bestes Beispiel, Immortals Phoenix Rising ist eben auch ein Spiel, was eigentlich Zelda Breath of the Wild in seinen Grundzügen nachmacht. Und trotzdem großartig ist, weil es einen anderen Ansatz hat, weil es halt die Humorschiene so ein bisschen wählt als Thematik und deswegen nicht verkehrt halt, ne? Finde ich, kann man ruhig machen, wenn man dann einen guten Remix macht, so ein bisschen wie mit der Musik, ne? Also gibt immer die Originaltracks und dann heißt es irgendwann Remix ja. Wenn der Remix gut ist, hört man sich das Lied halt auch entsprechend an. Es ist unfassbar. Wir haben hier 59 Follower. Ich habe heute, glaube ich, mit 53 begonnen und habe mich
vom Herzen bedankt, dass so viele dazugekommen sind und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Affiliate zu machen. Wir hatten heute im Schnitt irgendwie, zwischenzeitlich mit einem 11 Zuschauer, wir hatten im Schnitt irgendwie 5, 6, 7 mindestens. Ganz viele mir sehr liebgewonnene YouTuber und Twitcher sind mit reingekommen. Ein paar neue sind am Start gewesen, die man schon kennt, aber dann eben noch nicht gesprochen hat direkt. Und das ist richtig cool. So macht das richtig Spaß. Und wie gesagt, ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass überhaupt irgendjemand Zeit und Lust hat. Genau. Wenn noch jemand da ist und noch ein wenig mit mir schnacken mag, dann ja, ist jetzt nochmal die Chance auf eine gute Nacht Gespräch. Kirby hat heute auch gut funktioniert. Also dafür, dass ja, dass ich halt Kirby jetzt in den Leveln tatsächlich schon ein bisschen schwieriger finde. Bin ich ganz zufrieden damit. So, muss meine Switch mal ausschalten. Wenn ich die mit dem Controller ausschalte, hört er ein komisches Klackgeräusch die ganze Zeit. Und ja. Im Gekube war Mattes, ne? Ich muss immer wieder mich erinnern. Ich habe schon gesagt, demnächst sage ich nur noch eure Nicknames, aber noch versuche ich mich an die Namen zu erinnern. Peace, moin, Servus.